Am 10. Juni diesen Jahres startet Jurassic World ein neues Zeitalter, im Original Jurassic World Dominion, in den Kinos und soll das gesamte Franchise, angefangen mit Jurassic Park von 1993, miteinander verbinden und zu einem vorläufigen Abschluss führen. Ja, es gibt ja seit geraumer Zeit bereits den Prolog zu Jurassic World, ein neues Zeitalter, im Internet zu sehen. Ich haue hier in die Infobox nochmal den Link drunter, da könnt ihr euch das Ding gerne nochmal anschauen, geht gute 5 Minuten. Und diese Szenen werden allerdings nicht im Film enthalten sein. Was ich euch hier anbieten kann und werde, sind natürlich die ersten offiziellen Produktionsfotos und Szenenbilder aus dem neuen Film. Und damit wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß. So, das war's für heute. Ich danke dir fürs Einschalten. Lass mir gerne auch ein Abo da. Ich halte jetzt endlich die Klappe und bin raus.